Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Es ist schon etwas dran, aber eine allgemeingültige Regel ist das keinesfalls. Dass Hund und Herrchen oder Frauchen vom gleichen Schlag sind, das kommt natürlich vor. Dahinter steckt die Lebensweisheit, gleich und gleich gesellt sich gern. Menschen, die sich einen Hund zulegen, neigen dazu, Vertrautes in die Privatumgebung zu holen. So nach dem Motto, der Hund sieht irgendwie aus wie ich, also wird er wohl zu mir passen. Auf der Straße bekommen wir dann schnell den Eindruck, die Ähnlichkeit zwischen Hund und Besitzer sei der Normalfall. Das ist aber in Wirklichkeit eine fiese Falle, in die unsere Psyche tappt. Wenn uns solche frappierenden Ähnlichkeiten begegnen, dann setzen sie sich in unserem Gehirn fest, weil sie eben auffällig sind vom alltäglichen Abweichen. Wir finden das witzig, wir erzählen es weiter. Die 90%, bei denen sich Hund und Herrchen überhaupt nicht ähneln, die blenden wir einfach aus. Es ist für uns uninteressant. Selektive Wahrnehmung, sagt der Fachmann dazu. Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Auch jederzeit zum Nachhören in unserer Mediathek auf radiosaw.de.